Ich bin der Tobi, Geschäftsführer von Cinderella Films. Wir haben uns wahrscheinlich bald umbenennen müssen, weil wir jetzt einen Sommerschieferlei aufmachen. Ich weiß nicht, ob ich auf die Idee gekommen bin oder eigentlich ist die Idee wirklich mehr zu mir gekommen. Das ist so eine klassische Idee, wo du denkst, bin ich wirklich der Erste? Ich bin aufgewacht in der Früh, bin wie immer an die Arbeit gegangen, sitze mir an meinem PC, mache so Filmsachen. Dann habe ich gedacht, jetzt kommt der Sommer langsam. Was machen die Leute, die kommen zu uns, also Touristen, Einheimische, die gern Skifahren würden, aber keine Ski haben? Nein, was machen sie? Sommerskiverleih tatsächlich. Ich bin richtig mit Feuereifer dabei bei der Sache. Ganz eine tolle Geschichte. Also ich bin der Rainer, bin bei Cinderella zuständig fürs Kundenmanagement und also ein bisschen Vertrieb. Außerdem bin ich noch der Vater vom Tobi und ich stehe voll hinter der Sache. Ja, ich komme. Servus, Christi. Geh schon rein. Sehe ich gar nicht so viel Zeit. Ja, siehst du nicht wundern, hier steht ein Haufen Scheißdreck rum. Da ist er hier zum Beispiel gar nicht stehen! Ich bin den ganzen Tag hier eigentlich nur am Brände löschen. Ganz kurz, ja, war mal Filmproduktion. Wir machen jetzt einen Sommer-Skiverleih. Ihr seht schon, die Sabrina, die ist schon kurz vor Skiwachsen, gell? Ich bin die Sabrina. Ich habe 3 Jahre Regie studiert und bin dann hierher gekommen zu Cinderella Films, weil ich hier gleich losstarten durfte, gleich Regie führen. Dann habe ich Abteilung gewechselt, wegen Mitarbeitermangel in der Abteilung. Und jetzt bin ich hauptsächlich am Skiwachsen. Das ist eigentlich so die Seele unseres Skiverleihs. Früher alles Mögliche, Konzepte haben wir hier entwickelt gemeinsam. Wir haben hier, man sieht ja hier einige von unseren Kunden. Das werden wir natürlich alles abhängen. Verdienen sehr, sehr viel Geld. Sehr wirklich. Also ich bin die Steffi, ich mache hier die Buchhaltung. Finanziell ist mein, wir haben schon bessere Zeiten gehabt. Es ist so lala. Man kann nicht einfach Skien im Wachsen anfangen, da loszuwachsen, sondern man muss auch die Schönheit sehen beim Ski, sich da drin finden können auch und zu sich finden können als Frau. Würdest du sagen, dass Skiwachsen eine Leidenschaft von dir ist? Ich fühle mich da gerade noch so ein bisschen nein. Ich habe das noch nie gemacht davor, aber ich glaube, dass das was ist, was ich richtig gut kann. Das hier, was du hier siehst, das war mal das Lager. Das wird im Endeffekt alles dann genutzt, um Skiwachs zu lagern. Und da haben wir uns tatsächlich komplett aufs Skiwachsen spezialisiert. Du wirst hier nirgends im Umkreis von 6000 Kilometer, über drin 5000 Kilometer finden, der Skiwachst. Servus, ich bin der Tom, bin der Azubi von Cinderella Films und mache hier meine Ausbildung als Mediengestalter, aber zurzeit mache ich sehr viel betriebsentfernte Tätigkeiten. Skiwachsen. Schiene auch gut. Unser sogenannter Präsentations- und Kinoraum, eigentlich sollte der Fabi hier stehen und Skiwachsen. Das geht mir ein bisschen nah, weil es macht mir ehrlich gesagt einfach sauer. Ich bin der Fabian. Ich bin der VFX-Artist von Cinderella Films. Ich denke mir einfach nur, warum sollte man das machen? Wir haben eine super laufende Filmproduktion. Genau, also wie gesagt, früher hier Filme und alles, Studio, das kommt aber alles weg. Wir brauchen den Platz, um Ski zu wachsen. Immer. Schnittplatz kommt alles weg, Tonaufnahmekabine, das brauchen wir alles gar nicht. Tobi hat ja schon wirklich viele gute Ideen gehabt. Nee, wird zum Beispiel ja, der Seniorenfahrservice zu Paintball-Meetings. War eine feine Sache. Also mit 20 fährst du hin, mit 10 kommst du zurück. Also du kommst hier an die Firma, was machst du als erstes? Schaue ich mal, was an Arbeit so da ist, weil, wie gesagt, ich bin ja für den Vertrieb zuständig. Und momentan die neue Idee, ganz klar, ich richte mir mal Sache her zum Skiwachsen. Küche. Früher natürlich ein brutal wichtiger Raum, weil ich sage, so viele Filme haben wir gar nicht machen können, dass wir nicht trotzdem zwischendrin mal Zeit gehabt haben, um uns auch das ein oder andere feine Mahl zuzubereiten. So, diesen Platz werden wir wahrscheinlich, wenn es hart auf hart kommt, auch verwenden müssen, um Ski zum Wachsen. Es geht relativ unkompliziert. So haben wir das vorgestellt. Zack,
und dann kannst du notfalls hier Ski wachsen. Also wir sind eigentlich zwei Geschäftsführer. Aktuell ist der Micha aber gerade tatsächlich im Flieger auf dem Weg nach Kanada, weil er da ein paar neue Skiwachsorten ausprobieren will. Sie sind natürlich da viel weiter als wir. Auch wenn ich gerade unterwegs bin in der großen, weiten Welt, um das beste Skiwachs nach Leckeris zu bringen. Eine kleine Anekdote aus meinem Leben 1999. Dann ist mein Herr Papa ist von der Arbeit heimgekommen oder aus der Wirtschaft. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber auf jeden Fall, er war stark alkoholisiert. Und dann hat er zu mir gesagt, Michael, ich habe ein Geschenk für dich. 50 Dosen mit Skiwachs. Und ich habe ihn angeschaut und habe gesagt, Papa, aber es ist doch Sommer und ich habe gar keine Ski. Und ich bin da gestanden und der hat da hingeschaut, weil er so einen Rausch gehabt hat. Und hat gesagt, ja, Michael, das ist jetzt dein Problem. Nebenan werden wir jetzt noch dazu mieten, damit wir mehr Fläche haben, um Skis zu wachsen. Aber ansonsten, jetzt schauen wir erst einmal, aktuell haben wir noch keine Kunden. Also die Ski, die ihr hier seht, die sind eigentlich von uns. Da üben wir jetzt verschiedene Wachse. Wir befinden uns jetzt eigentlich schon direkt auf dem Weg zum Tatort, würde ich sagen. Wir werden wahrscheinlich die ersten am Berg sein, das ist gut. Normalerweise, wenn du mal kurz nach vorn filmen möchtest, hier war schon alles zugeschissen. Hier war reinster Nummernschild, Fasching war hier, ein Starnberger, ein Münchner, aus Ostfriesland. Im Sommer aktuell noch nicht. Dann sind wir ready und zwar sind wir dann die Einzigen, die wirklich bereit sein. Ist das jetzt eure Zielgruppe? Das kann man jetzt aktuell noch gar nicht richtig definieren. In erster Linie Leute, die den Wert dahinter erkannt haben, auch im Sommer Ski zu fahren. Und natürlich Leute, die selber keine Ski haben. Und was ist jetzt, wenn du zum Beispiel spontan den Einfall hättest, ich würde jetzt gerne Ski fahren? Was würdest du dann machen? Ja, genau, keine Ahnung. Du warst wahrscheinlich erst einmal sprachlos, weil wo kriegst du um die Zeit Ski her? Cinderella Films. Ich würde auch gleich eins vorweg sagen, ich habe natürlich einen brutalen Rückhalt von der Familie einerseits, aber halt auch von der Firma. Wenn die 30-Grad-Marke geknackt wird, dann kommen die Leute, die raffen uns die Tür ein, da bin ich mir zu 100% sicher. Jetzt ist dann Hochsaison, Sommer, wie es da läuft, aber ich glaube, dass das einschlagen wird. Also. Doch, das wäre was. Ich glaube, es wäre gut. Was? Der Tobi, dass du da dagegen bist, also hast du ihm das auch schon ins Gesicht gesagt? Ja, ständig. Also ich sage ihm das immer wieder. Okay. Der beste Kapitän ist nichts ohne seinen ersten Steuermann. Schwenk mal rein. Servus. Ich habe es ihm ganz oft gesagt und er weiß ganz genau, was ich da verhalte. Also wirklich, das kann ich nicht für mich behalten. Hey Leute, wenn ihr im Sommer Ski bracht, was macht ihr dann? Ja genau, kommt zu uns. Sommer Skiverleih, Cinderella Ski. Aha. Ich bin ganz ehrlich, ich hasse. Das wäre einfach nur Zucker. Das wäre ein goldener Zahn. Schau mal, Fabi. Oh, scheiße. Scheiße mit Freilauf. Jetzt werden Karten hergemischt. Lass uns erst einmal anschauen. Nein. Ja, uns hast du mich gewinnt. Ich hab doch gesagt, das ist eine scheiß Idee. Du hast deinen täglichen Routine-Check gemacht, oder? Ja, den habe ich gemacht. Und? Was eigentlich? Das ist das Problem. Müssen. So eine Arschlöcher wie die da vorne sind genau die, die uns das Geschäft kaputt machen, gell? Ja. Ja. Okay. Da können wir den Laden dicht machen, Fabian. Ich hab's ja gleich gesagt.